Willkommen hier zurück zu einer neuen Folge. Seven Days to Die, die Gefährten. Vor mir fährt der Kixel und da hinten fährt der Schnitzel. Ja, servus. Also im ersten Moment hatte ich jetzt Angst, dass wir Benjamin Blümchen gegen mich spielen. Keine Ahnung, warum schoss mir gerade so durch den Kopf. Kannst du das bitte vielleicht nochmal kurz machen? Benjamin, du lieber Elefant. So, lass mich mal kurz auf die Map schauen, wie ich denn gefahren bin. Kam ich von rechts oder... Oh mein Gott. Ey, ich hack gleich mein scheiß Ohr. Dein scheiß Ohr ab. Diesen scheiß... Wir fahren rechts. Kopfhörer. Beziehungsweise rechts und dann querfeld ein. Den hack ich heute wahrscheinlich noch ab, ey. Welchen Kopfhörer? Warum? Weshalb? Wieso? Und warum tust du das? Mein rechte Ohrmuschel quer. Meine rechte Ohrmuschel hängt nur noch an dem Kabel. Hängt nur noch an dem Kabel? Okay. Ja. Nice. Die. Oh Gott! Haha! Was war jetzt das noch? Oh, der Schlitzel hat ein lila Viereck vor seiner Lampe. Ach. Hab ich das mal? Ja. Was hat denn da so geknackt gerade noch? Ich glaube, das ist mir übers Bein gefahren. Okay. Ja, weil irgendjemand einfach so mittendrin gestoppt hat ohne Vorwarnung. Mittendrin gestoppt, ich glaube, es hakt. Ich stand da schon eine ganze Weile. Weißt du, den großen See habe ich gesehen, ne? Aber den kleinen, da war es vorbei. Wieso geht eigentlich meine Hupe nicht? Mit X. Ach so, ja. Supe. Supe. Stimmt, bei Seven Days ist es ja eine Supe. Mensch, das wäre natürlich auch ein super Codewort gewesen. Aber. Supe. Ja, Supe. Aber wir haben ja gesagt, damit machen wir jetzt erstmal Schluss. Wir wissen, ihr schaut die Folgen und das auch bis zum Ende. Ja. Vielen Dank dafür, muss man einfach auch mal sagen an der Stelle. Ist ja bei der Vielfalt oder bei der Flut an Videos, die es auf YouTube so gibt, ja auch nicht selbstverständlich. Und wir wiederholen es auch gleich nochmal. Den Flagstone Tribal Pokal, den gibt es erst in der nächsten Aufnahmesession. Das heißt dann erst, heute ist Mittwoch, nächsten Montag wird es den dann geben. Also da werden wir dann den Gewinner oder die Gewinnerin, wer weiß, verkünden für die fantasiereichste Ausführung, Schreibweise des Flagstone Tribal Pokals. Kix, da muss ich sagen, da hast du wirklich was ins Leben gerufen. Oh Gott, ich halte mal mehr Abstand, da ist ein... Na, bumm, macht's da, Minen. Achso, fumm. So, wir sind in die Stadt unterwegs im Übrigen. Und wollen ein bisschen looten. Stimmt, das wurde noch gar nicht erzählt. Genau. So ist es. Und da ist ja nochmal eine weitere Stadt in der Nähe, aber ich würde sagen, wir gucken uns erstmal die eine an. Mal schauen, was da ist. Kix, jetzt muss ich mal fragen, Hunting Rifle. Fehlt es immer noch? Weiß jetzt gar nicht, ne? Ich glaube, die Hunting, aber die Sniper... Hunting selber kann ich, glaube ich, aber eben die Sniper Rifle nicht. Mhm. Okay. Soweit jetzt mein letzter Stand ist. Ja, weil Hunting hat ja auch eine Zeit lang gefehlt, ne? Ja. So, wir müssen über diesen Berg hinüber. Oh Gott, leck. Über sieben Berge musst du fahren. Ich hoffe, dass wir das schaffen. Ist da hinter den sieben Bergen, bei den sieben Zombies. Bei den sieben Zwergen. Vor allem wäre ich jetzt beinahe in den kleinen Tümpel gefahren. Ja, dann wärst du genauso gegangen wie mir. Nicht wundern, ich komme nach. Oh Gott! Hü-hüpf. Ja. Hü-hüpf. Ich hüpf quasi den Berg jetzt wieder auf einem, ja. Einfach auf Hinterreifen runter. Also mach da ein bisschen langsam, wenn es wieder runter geht. Volles Karacho hast du gesagt? Okay.
Nur wenn der Zombie näher kommt. Gleich fliegt der Max über euch drüber. Okay, da fahren wir mal ganz schräg. Ein Glück, dass ich da jetzt nicht weitergekommen bin, ey. Holy shit, wie soll's denn da runterkommen? Naja, einfach schräg entlang fahren. Langsam. Das geht auch. Gut, hätte ich gewusst, dass die Straße da rechts drüben ist, hätten wir auch die Straße nehmen können. Aber gut. Kommt ihr? Oh, blöde Frage, da ist er ja schon. Also einer zumindest. Wo ist der andere? Der hängt am Berg. Achso, dann warten wir mal kurz. So, weiter geht's. Er hängt quasi nichts mehr. Nee, der ist gestolpert. Okay. Das war ein kurzer Bildschirmhänger. So, wir müssen da eigentlich wieder über den Berg drüber. Ernsthaft? Ja. Na gut, einen Berg haben wir schon, jetzt kommt der zweite. Da fehlen ja nur noch 6. Aber wir fahren einfach die Straße entlang. Gut. Oh, ich hänge am Stein. Oh Mann. Lässt du mal einen Stein in Ruhe? Das waren 2 Steine. Ah. War der Bruder von Einstein. Und rum ums Eck. War das nicht 2 Stock? Ach ja, stimmt. Ja, genau, da kommt er nicht hoch. Aber eine Steilwand kann er runterfahren. Hm. Ups, Entschuldigung, Bruce. Tut mir leid. Sorry. Nochmal drüber gefahren. Ja, logisch. Da liegt ja der Arme. Ja, genau, das meinte ich. Jetzt habe ich den. Ach ja, genau, das war jetzt. Richtig. Das hier ist jetzt diese kleine. Dingelskirchen hier, da ist noch eine Gasstation, da können wir auf dem Rückweg nochmal reinschauen und das Hotel oder Motel, wie auch immer. Und da geht's in die Stadt. In diese Richtung. Wenn ich einen Tisch überfahre, nehme ich ihn mit. Also da geht's wieder schön runter. Also langsam machen. Einfach auf den Hinterreifen runterhüpfen. Au. Da bräuchte man doch so einen Springsattel. Ja. Weißt du, mit so einer Feder schön hinten. Das wäre eine geile Nummer. Warum bin ich noch jetzt hängen geblieben? Oh Gott! Oh shit! Oh verdammt! Aua! Oh! Hast du den Kopf gestoßen? 131 Health. Ja, jetzt heul aber mal rum, ey! Das ging tief runter auf einmal. Einmal zu viel Gas geben und dann. Achtung, Wasser! Na, das Wasser ist mir jetzt gerade. Oh Gott, Kaktus! Das Wasser ist mir Kaktus? Okay. Oh, natürlich bleibe ich an der Yucca-Pflanze hängen. Natürlich. Warum auch nicht? Macht ja Sinn. Die sind ja aus Stahlbeton. Aber auf Hochglanz poliert. Aber sowas von. Wir rotten easy über Berg und Tal. Stoppen kann uns nur ein Begrenzungspfahl. Ringeldengel. Eine Yucca-Pflanze. So, meine Damen und Herren, wir sind angekommen in dieser Stadt. Ich würde auch sagen, wir gehen direkt als erstes mal an den ersten Shop, den ich hier gleich sehe. Ja, Yucca-Pflanze. Klären das Ganze hier direkt und dann würde ich sagen, einmal Leiterstückchen wegschlagen und. Sieht ja aus wie ein Community-Event. Aufs Dach oben rauf. Ja, ist richtig. Sieht aus wie bei einem Community-Event, aber... Hast du gerade abgestaubt mit deinem Minibike? Hast du das gerade mit dem Minibike abgestaubt? Den Kill? Hast du eine Meise? Den hab ich. Den hab ich. Jetzt hast du vom Jahr abgestaubt, das ist allein. Nee.
Habe ich nicht. Ich habe das zuerst überfahren. Ist gar nicht wahr. Ich habe eine vorher schon angeschossen gehabt. Nicht in den Shop reingehen, erstmal nach oben. Ach so. Ja, so war der Plan. Aus dem Kicks ist doch bei 3 von 3, oder? Shop soll der Kicks machen? Vielleicht? Ja, ich bin bei 3 von 3. Mhm. Gut, den schlag ich auf. Ich hole erstmal Holz. Hallo. Leiter? Was Leiter? Leiter? Wo ist die Leiter hin? Welche Leiter? Hier. Kicks, du wirst sie gleich besser sehen, sobald ich Woodframes gemacht habe und uns da 1, 2, 3, 4, 5 brauchen wir. Oh. Ernsthaft? Was denn? I'm bleeding. Der normale Held geht auch mit einem Spike-Club auf den los. Ich? So, dann brauchen wir noch eine Hedge. Es gibt hier natürlich kein Cotton, oder was? Brauchst du was? Ja. Kannst du schnell zu mir herkommen? Ich hab 2 First Aid Kits dabei. Oder warte, ich komm runter. Komm runter, komm runter. Wo bist du? Komm mal. Ich schmeiß dir einen hier in den Dumpster rein. Ja. Merci. Nailgun Strength, 335er. Cool. Das sah gerade episch aus. Ich hab dir gerade zweimal, hab ich dir einen Kill weggenommen damit. Weil ich einfach nur da stand und hab drauf geschossen. Okay, dann setze ich hier oben gleich einfach mal 3 Kisten. Bitte versucht, dass wir immer erst die Kisten durchgehen und stacken. Und dass wir am besten, um Platz zu sparen, so Zeugs wie Brass und so weiter, ne? Alles direkt scrappen. Auch Rohre und so brauchen wir nicht. Ja. Totaler Quatsch. Scrap die weg und damit ist gut. Weil alles andere macht überhaupt keinen Sinn. Halt, stopp, das wollte ich noch verstärken, einmal die Hedge. Und dann looten wir uns hier einfach durch. Ich habe links angefangen mitten reinschmeißen. In der linken Kiste. Okay. Mhm. So, unten kloppe ich noch die erste Ding von den. Von der Leiter weg. So, erledigt. Dann gehe ich gleich in das Haus gegenüber. Kicks, ich schlag dir dann die Bank auf. Achso, ja. Mhm. Oder wollen wir die in der Nacht machen, die Bank? Könnte man doch ja machen. Ja. Und dann machen wir uns noch ein paar Woodframes dann. Dann bauen wir uns einfach den Tresorraum, also die Ressore vorne, die können wir ja vorher machen. Und dann, dass wir dann den Tresorraum in der Nacht machen. Ja. Also gut, es können rein theoretisch auch 2 machen, das ist ja nicht das Problem, müssen wir ja nicht alle 3 rein. Ja, freilich. Sort of Shotgun Schematik habe ich schon mal gefunden. Jupp. Schauen wir mal, was wir hier für Hotspots haben. Ja, es gibt ein paar Shops hier. Shotgun Messiah, glaube ich. Ja. Brauchen wir Reaper Frames? Ich glaube nicht. Eigentlich nicht. Shotgun Messiah ist, glaube ich, sogar 2-mal gewesen. Brauchen wir eine Hard Metal Door? Nee. Nee, kannst du scrappen. Zweimal Kopf zerplatzt. Das Zeug, das Iron können wir ja nehmen, um dann bloß die Hedge und so zu verstärken noch. Weil wirklich von dem normalen Iron weiß ich jetzt gar nicht, ob wir so großartig brauchen. Nicht, dass ich jetzt wüsste. Alternativ könnten wir es auch so machen, dass einer in die Bank geht und 2 ins Hotel in der Nacht. Ja, wobei Hotel doch immer nicht so... Was? ...wirklich ausergiebig war. Oh ja. So, ich habe hier nochmal Medic.
gefunden, noch einen First Aid Kit und eine Heilbandage noch. Weißt du, was eigentlich noch sinnvoll wäre, ne? Weil mir das fällt mir gerade so ein bei Seven Days, ich weiß nicht, was ihr davon halten würdet. Wenn du jetzt zum Beispiel das Dosenfutterzeugs hast, ne? Ja. Dass du das, gibt es zum Beispiel bei DayZ, gibt es das, dass du zwar mit der Axt oder mit einem Bayonett oder irgendwas aufmachen kannst, die Dose, dann aber halt auch nichts mehr die volle Dose hast, sondern du verlierst was. Nur mit einem Dosenöffner hast du halt wirklich 100%. Ja. Also, dass du dir zum Beispiel den Dosenöffner finden könntest oder halt bauen könntest, craften könntest. Ja. Das wäre zum Beispiel auch nochmal so eine Idee. Macht dann den Aspekt hier mit Essen. Natürlich schießt das auch nochmal in die Höhe dann dadurch, ne? Ja, richtig. Ach, und denkt an Nester, weil ich es gerade eins sehe, deswegen. Shotgun Messiah ist aufgekloppt. Ein Tresor ist auch offen. Gut, ich halte mich da jetzt aktuell. Aua, Kaktus. Bisschen an die Häuser da. Ja. Dann kümmert ihr zwei euch um die Shops, wenn ich es richtig verstehe. Ja. Ja gut, du hast einen Lucho auf 3. Kicks. Richtig. Ja, ich müsste wissen, wo machst du. Ich hab halt jetzt erstmal den Ding. Ja, noch stehe ich am Shotgun Messiah. Ach, geht so. Ein bisschen Nitrate. Ich kann das Glück werden. Achso, die kann ich auch schon. Ja, komm, scheiß drauf. Hi, Keks. Scheiße brauchen wir nicht unbedingt, oder? Hi, Max. Nee. Oh, eine Police. Habe ich irgendwie einen Ohrwurm. Ringel, Dingel, Dingel, Dingel. Beinhart, die Rocke. Beinhart. Schaube. Beinhart wie Flashbier. Das war noch Zeiten, du. Gott, wenn ich das immer höre, muss ich immer an das, an die eine sehen. Ich weiß aber nicht mehr, aus welchem Werner-Teil das war. Ah, wo sie mit dem Ami-Schlitten fahren. Gekotzt wird später. Ja, der kam, das war einer der älteren. Die fand ich schon nichts mehr so gut, ehrlich gesagt. Ich finde den einer der schönsten. Also ich finde aus dem ganzen Film eine Szene geil. Also zwei eigentlich. Und zwar ist das eine, wo sie diese, eine Karre mit diesen Protztypen da über, Nobelschröder. Ja, ja. Schröder, ja. Und dann. Shit. Gib Gas, Harald, gib Gas. Du ja, du ja. Brems, Harald, brems. Du ja, du ja. Scher halt aus. Kann ich nicht, kann ich nicht. Wow. Das ist echt genial gewesen. Ich glaube, nur mal hier die Gefängniszellen auf. Achso, das haben wir auch nochmal. Oh, hier der Police. Oh, das ist wieder ein Mini-Falko. Es hängt uns doch auch langsam zu den raus, ey. Aber das erste, der erste Teil, muss ich aber sagen, um darauf nochmal zurückzukommen, war für mich immer noch am besten. Das war einfach genial.
Vor allem das Fußballspiel. Ja. Ja. Moin, moin, liebe Sportsfreunde. Herzlich willkommen zu Werner Sports Studio live aus dem Kieler Zwietrachtstadion. Ja, ja. Das war cool. Kopfballduell im Mittelfeld. Wer springt höher? Natürlich Langmann. Pass zu Bernie Blindmann. Oh, schöne Sachen hier gefunden. Boah, das ist das mit den... Es gibt ja zwei Fußballmatches. Ja, ja, die erste Halbzeit, der allererste Teil. War das das auf dem Strand oder auf dem... In der Stadt, auf dem Markt. Ah ja. Und dann gibt es ja nochmal das mit dem Campingplatz. Genau. Das ist ja auch ausgekotzt wird später. Da hat sich damals Schützel, unser guter Trainer, vollkommen frech gelacht. Ja, ja, ich weiß. Ex-Trainer. Nee, nee. Der, wo jetzt noch ist. Ach so. Das haben wir auf der Fahrt nach Nürnberg, haben wir das mal, sind wir wieder drauf gekommen und da haben wir es eben auch gehabt. Dann haben wir es uns auf YouTube angeguckt. Dann kam der gefürchtete Bodenquetscher. Der Bodenquetscher. dann ist er natürlich ausgeflippt, ne? Dann ging es erst mal eine halbe Stunde lang eine Bodenquetsche. Das ist so geil. Oh Mann, ey. Brauchen wir nicht. Darf ich schon wieder zurück? Ich hab gleich nochmal Revolverteile für dich zum Zusammenbasteln. Ja. Ja, ich habe auch Magnum-Teile gerade in die Kiste. Ich habe so viel Waffenteile, dass ich mir selbst also, erstmal einen Überblick verschaffen muss. Warte mal. Ah ne, mein Messer ist da. Und das, was habe ich noch rausgeschrieben? Achso, naja, ich habe meinen Mandel, mein Leather Duster, da habe ich jetzt mal in die Kiste mit rein, dass ich einfach den Platz habe. 64 ja. Nägel? Okay. Okay. Wo kommen 64 Nägel her? Keine Ahnung. Ich nichts wissen? Ja gut, das ist ja jetzt nichts Neues. Ich Ausländer, ich 3 Tage Deutschland. Das ist jetzt neu. So. Oh, ich glaube, da ist ein Bunker. Ja, yep, ein großer Bunker. Kleiner. Meiner. Nee, meiner. Habe ich entdeckt, gehe ich rein. So Pech gehabt. Alles erstmal mitnehmen. So, was habe ich denn jetzt hier alles? SMG Receiver, Pistol Barrel, Pistol Parts, ja. Können wir hier alles mitnehmen. Orca Schmerz geht nochmal. So, ich mach hier gerade mal einen Platz hier. Warum habe ich mir gerade das Bein gebrochen? Kicks, ich habe Stoff in die Kiste oben gepackt. Und Holz ist auch oben. Hey! Geh weg! Warum? Ah. Ein Schlückchen in Ehren kann niemand verwehren. Wo ist er denn da? Ich hab doch schon Splint gefunden. Ach, es stimmt. Splint war, glaube ich, auch noch dabei. Naja, 20 Minuten. Ja, 20 Minuten, das geht, Kicks. Ehe die Sonne wieder aufgeht, ist dein Bein heile. Jetzt habe ich gerade gedacht, da hat sich ein Zombie hochgebracht. Das
So schlimm schaut Max jetzt aber auch nicht aus, oder? Ich sehe nur unten kurz seinen Schatten. Auf einmal war er verschwunden, war er links neben mir auf der Mauer gestanden auf einmal. Und ist dann mal die Treppe hochgelaufen. Aber ich muss jetzt trotz alledem noch mal einwerfen. Ich finde das jetzt schon wenig frech von dir, ehrlich gesagt. Weißt du, dass du da so Zeug hast? Ich bin zwar krank, aber... Oh Gott! Nein. Nicht dein Ernst. Warte mal, da ist Eisen. Broken Glass, brauchen wir das? Was brauchen wir? Broken Glass. Nee. Kaputtes Glas. Dann halt wieder gucken, dass wir halt so viele Waffen wie möglich gleich zusammensetzen können, Waffenteile halt und so, ne? Hm. Das wäre der Idealfall, dass wir halt echt Platz sparen. Und dann sortieren wir aus in extra drei Kisten. Dann können wir schön aussortieren dann. Okay, also. Scrap. 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 Ein kleiner Bunker. Ach ja, stimmt, da war auch noch einer, ja. Ach komm, scheiß drauf. Du. Ich habe drei Football-Helme, ne? Nicht schlecht. Ja, aber Mining-Helm haben wir alle und die bringen jetzt auch nicht die Welt. Also wir haben jetzt auch nicht so die Geldnot, ne? Nee, nicht wirklich. Also ich scrap die. Ich würde sagen, alles, was weniger als 100 wert ist, weg mit. Weil wir haben genug Zeug und Kohle sowieso. Wir brauchen es ja gar nicht so ausgeben. Das Einzige, was nochmal eng werden könnte, wäre Nitrate eventuell. Ja, da gehen wir Ressourcensteine kloppen, dann passt das. Entweder Ressourcensteine oder halt dann doch mal in Schnee. Ja. Hey, amigo! Warum bin ich sensed? Weiß ich nicht. Frag also den Zombie, der dich sensed. Sind wir schon zu zweit? Na, ich bin ja... Sind wir lieber unlocked. Ich bin ja in dem großen Bunker unten drin. Schön. Und loot den gerade durch. Schön. Also schlecht ist der ja an sich nicht, ne? Nö. Also ich sag mal, da könntest du sicherlich schon was Geiles draus machen. Ich bin mutiert. Chicken. Was? Schinken? Schicken. Was soll ich dir schicken? Das habe ich mir auch gerade gedacht. Ich muss noch einen Bär töten. Mach mal. Fangen wir an. Also Töpfes scrub ich jetzt mittlerweile auch. Das ist ja, schwach. Klar. Notfalls, wenn wir mal einen bräuchten, lassen wir uns einen raus. Ist doch gleich passiert dann. Eben. Ich habe jetzt einfach mit einem Schlag 5 Töpfe gekriegt. Cool. Ja, ich habe gerade auch nochmal 2 weg gescrappt. Pistol Receiver 51. Scrappen, ne? Ja. Höchstens, das kannst du höchstens zum Reparieren nehmen. Für ja, Leute, nicht einmal dafür, Kicks. Der ist ja nicht einmal halb voll, also der ist ziemlich
kaputt. Naja. Sledgehammer-Schematik habe ich gefunden. Ja, ich habe noch eine Crossbow-Schematik bei mir. Zum Beispiel auch. Sniper Rifle Receiver. So, dann haben wir noch drei Gun Saves. Was ist denn jetzt bei uns mal von Ressourcen abgesehen jetzt wirklich so ein Engpass, wo wir sagen, das bräuchten wir auf jeden Fall noch? Eisen. Eisen, Max. Gehört eigentlich so zu Ressourcen. Hast du nicht gesagt von Ressourcen? Von Ressourcen jo. Abgesehen. Achso. Achso. Das habe ich gerade nicht verstanden. Ich bin gerade von Zombies umzingelt. Okay. Aber ich will ja nichts sagen, aber ich glaube, die Frage klären wir in der nächsten Folge. Ich wollte es gerade sagen, Kix, du nimmst mir quasi das Wort aus dem Mund. Da hast du recht. Insofern überlasse ich dir die Abmoderation. Nö. Jetzt will er nicht, weißt du, ja, genau. Nee, meine Damen und Herren, wir klären das im Off. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut, ciao. Servus.